Moin Moin, Hauke Hade hier wieder von der Buchhandlung Almut Schmidt bzw. von Leseschatz. Es geht um Debütanten. Ich habe es jetzt in den letzten 3-4 Jahren beobachtet, dass junge Autoren mich unglaublich begeistern. Das heißt, diese Debütromane, die haben eine Kraft, eine Sprachkraft sowie auch ein Ideenreichtum, der mich begeistert, emotional sowie auch vom Kopf her. Es gibt tolle Autoren sowie auch Autorinnen. Es sind aber auch meist die weiblichen Stimmen, die mich dort irgendwie begeistern und fesseln konnten. Das war schon seit der Flaschard, glaube ich, so circa bin ich aufmerksam darauf geworden. Und ich dachte mir jetzt, ich zeige einfach mal die Bücher, die mir jetzt zurückblickend die letzten Wochen mich sehr, sehr begeistert haben. Anfangen möchte ich mit Anne Reinicke, Leinsee. Das Buch ist jetzt gerade frisch erschienen. Ist der Debütroman von Frau Reinicke, die hier sehr farbenfroh und sehr sprachlich uns eintauchen lässt in eine Künstlerwelt, in der es darum geht, halt sich selber anzunehmen, seine Kreativität und seine Liebe zu finden. Wir lernen einen Protagonisten kennen, der im Schatten seiner Eltern steht, er selber noch nicht mal 30 Jahre jung, und seine Eltern sind ein sehr gefragtes Künstlerehepaar gewesen, die immer wieder in den Medien erschienen sind und sehr gefragt waren. Und als die Mutter jetzt krank wird, das heißt einen Gehirntumor hat, glaubt der Vater nicht an eine Genesung und nimmt sich das Leben. Und Karl, also der Protagonist, reist jetzt an den Leinsee in das Haus der Eltern, beziehungsweise auch in das Atelier, um selber ja, sich zu finden, beziehungsweise auch die Geschichten aufzudecken und auch zu sich zu kommen, weil er ist selber Künstler und macht Kunst, die er selber eigentlich mehr oder weniger belächelt und möchte halt auch seine Kreativität wiederfinden. Und die Frau, die ihn begleitet, ist anfänglich ein junges Mädchen, 8 Jahre jung, die im Garten spielt, und es entsteht eine Freundschaft, wobei die Jahre dann auch vergehen und sie so praktisch der rote Faden in sein Leben ab dem Moment wird. Ein feines, farbenfrohes Buch. Farbenfroh, meine ich, da ist fast bei allen Büchern, die ich gleich vorstellen werde, ist das Thema Farbe immer wieder auch aktualisiert worden. Auch bei Dunkelgrün fast schwarz. Nicht nur der Titel ist farbgebend, sondern auch der eine Protagonist ist so sensibel, dass er halt wirklich auch Farben sieht, die uns Menschen leuchten könnten. Mareike Fallwickels Debüt hat mich sehr, sehr begeistert. Ich finde gerade unglaublich, diese Kunst, das zu können, das heißt, nicht nur eine Idee zu einer Geschichte, sondern auch die Emotion in Worte zu packen, die auch den Leser dahingehend berühren und dass diese Emotion rüberschwappen kann. Mareike Fallwickel ist keine Unbekannte, sie bloggt selber, hat auch viele Bücher schon besprochen bzw. auch zerrissen, und dementsprechend war ich auf dieses Buch sehr neugierig, und sie kann einfach unglaublich toll schreiben. Es handelt von 3 Protagonisten, die sich seit Kindheitstagen kennen, ein Mädchen und 2 Jungs. Die beiden Jungs lernen sich schon im Kindergarten kennen. Als das Mädchen hinzukommt in der Schule später und sich auf den Protagonisten, auf den Hauptprotagonisten einlässt, um auf den anderen Jungen zu stoßen, ist natürlich das Drama vorprogrammiert. Aber es geht auch vordergründig darum, um die Arschlochkinder, nennen wir sie einfach mal beim Namen. Der eine Protagonist halt, der hat ein gewisses Gewaltpotenzial. Und die Mutter entdeckt das ziemlich früh. Und die Frage, die dieses Buch halt, dem dieses Buch nachgeht, heißt, woher kommt so etwas? Und wie geht man damit als Erwachsener um? So spielt das Buch halt auch in der Vergangenheit, zu Kindheitstagen, sowie auch in der Gegenwart, wo sie als Erwachsene nochmal auftauchen. Also ein sprachgewaltiges, fesselndes Debüt, was ich in einen Rausch durchlesen wollte, weil ich wirklich auch das Buch am liebsten auch ohne Pause gelesen hätte. Ebenso sprachgewaltig Karosch Taha, Beschreibung einer Krabbenwanderung, auch ganz frisch erschienen. Hier ist die Sprache auch sehr kunstvoll, emotional, teilweise auch sehr derb, weil es den Charakteren geschult ist. Und das ist das Aushängeschild von diesem Buch. Es sind die Charaktere, die, denke ich mal, beim Zuklappen zum Beenden des Textes noch lange im Leser rumoren werden, weil man die gern gewonnen hat, weil man sie lieb gewonnen hat oder weil die einfach so skurril sind, dass die noch länger im Leser, jedenfalls bei mir war es der Fall, hausen werden.
Das Buch handelt von einer kurdischen Familie, die aus dem Irak geflohen ist und jetzt in Deutschland lebt. Und das ist, lässt den Bezug zu der Autorin, die selber im Irak aufgewachsen ist und jetzt schon seit Jahren in Deutschland mit ihrer Familie lebt. Die Protagonistin in diesem Roman ist 22 Jahre jung, studiert und lebt irgendwie immer dazwischen. Sie hat einen Freund, aber auch einen Liebhaber. Sie möchte sich für ihre Familie nicht aufopfern, sie ist halt bemüht um ihre Familie, aber gleichzeitig den Drang, ihre Freiheit zu leben. Sie ist auch gefangen zwischen der Tradition, die vorgelebt wird von ihrer Tante, die auch immer in ihrer Wohnung sitzt und Tabak raucht und ihr im wahrsten Sinne des Wortes die Luft zum Atem raubt. Und so tauchen wir ein in diese Welt von der Protagonistin. Sie beschreibt es auch in einer Szene, wo sie dieses Hochhaus, in dem sie leben, verlässt, sich zurückblickt und diese Fenster betrachtet und diese Fenster wie Augen, beziehungsweise sie anstarren und dieses beobachtet werden, sie sich beobachtet fühlen. Das nimmt auch noch Gestalt an durch einen Mann, der sie anscheinend verfolgt, den sie lediglich den Volvo-Mann wegen seinem Fahrzeug so nennt. Ihre jüngere Schwester ist einfach noch zu jung und noch zu unsicher und noch nicht gefunden und auch gerne wütend. So möchte sie doch da immer für die Familie da sein, weil die Mutter auch stark depressiv, der Vater, der dauernd seine Arbeit auch wechselt, ist selten zu Hause und man munkelt, dass er auch vielleicht eine Geliebte haben sollte. Und so versucht sie, die Geschichte ihrer Eltern, des Kennenlernens, der Hochzeit zu ergründen, weil ihr wurden diverse Versionen erzählt und gleichzeitig ihr Drang nach Freiheit und dem endlich Ankommen. So ist das Bild, die Beschreibung einer Krabbenwanderung, wie die roten Krabben, die wirklich wie straßenbelagernd Felder überwandern sind, vom Zentrum zum Landesinneren an die Küste gehen, um ihre Eier abzulegen. Also das heißt, von einem Ort zu einem anderen gehen wollen, um dort neues Leben zu ergründen. Und Krabben ja auch gerne auch mal einen Schritt nach vorne, zwei Schritte nach hinten machen oder auch seitwärts gehen. Ein großartiges, tolles Debüt von Taha. Dieses Buch, durch dieses Bild, was ich eben geschrieben habe mit den Fenstern in dem Haus, hat mich an Juliana Kalneis Buch erinnert, was ich hier schon bei YouTube ja schon mehrfach, beziehungsweise nicht bei YouTube, also ich habe es schon mehrfach besprochen. Bei YouTube unter anderem sind wir auch im Leseschatz. Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens. Dort geht es ja auch um die Bewohner eines Hauses. Nur dieses Buch verlässt irgendwann die Realität und wird immer surrealer bzw. expressionistischer. Deswegen möchte ich dies nur kurz erwähnen, weil diese Szene mit dem Hochhaus etc. hat mich wieder an diesen Debütroman erinnert von Juliana Kalnay. Mein letzter Lesetipp von dem Debütroman ist von Julia Rothenburg. Koslik ist krank, eine aberwitzige Geschichte von Koslik, der auf Verdacht auf einen Infarkt ins Krankenhaus geht und dort in seinen Mikrokosmos hineinstrauchelt, weil er wirklich jetzt wartet von Tag zu Tag auf weitere Untersuchungen, Behandlungen, um halt wirklich herauszubekommen, was wirklich in ihm krank ist. Während er dort immer lebt in diesem Krankenhaus die Tage, trifft er auf einen alten Widersacher aus Studienzeiten, der immer wieder in Kontakt sucht. Er versucht, ihn auszuweichen. Und die Welt, die Koslik jetzt hier im Krankenhaus erlebt, verändert seine Welt so sehr, dass er, als er das Krankenhaus verlässt, dass er entlassen wird, eine andere Welt vorfindet als die, die er verlassen hat, als er ins Krankenhaus gegangen ist. Koslik ist krank von Julia Rothenburg war jetzt mein letzter Tipp. Alles, was ich jetzt gesagt habe, kann man nachlesen bei mir im Blog Leseschatz. Ich wünsche den Autorinnen weiterhin viel Erfolg, viele Leser und ich kann jetzt nur noch sagen, ich warte gebannt auf neue Bücher, ohne Druck auszuüben wollen, aber ich würde mich freuen, von den Autoren weiteres zu lesen, weil sie mich einfach sprachlich und inhaltlich sehr, sehr begeistert haben. Bis bald. Hauke Harder von der Buchhandlung Almond Schmidt bzw. Leseschatz. Tschüss.